aktuelle Grafikkarten und Prozessoren verfügen über einen Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass die Komponenten nicht überhitzen und so beschädigt werden. Was aber passiert, wenn man beispielsweise den CPU-Kühler oder den Grafikkartenkühler entfernt, überprüfen wir mit Hilfe dieser Wärmebildkamera. Mit der Wärmebildkamera IC080 von Trotec schauen wir uns den PC zunächst an. Besonders heiß wird der Mainboard-Chipsatz mit ca. 52 Grad Celsius. Zu den verbauten Komponenten gehört unter anderem ein Intel Core 2 Duo E6600. Als Grafikkarte kommt eine etwas ältere Radeon X800 SE zum Einsatz. Noch mehr Details zur CPU verrät das Tool CPU-Set. Mit verbautem Prozessorkühler liegt die CPU-Temperatur im BIOS bei gerade mal 35 Grad Celsius. Hier sehen Sie, wie der CPU-Kühler im laufenden Betrieb entfernt wird. Die Temperatur steigt rasant an und nach wenigen Sekunden schaltet sich der Prozessor ab und der Bildschirm bleibt schwarz. Hier sehen Sie das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Das gleiche Experiment wiederholen wir nun mit einer Radeon X800 SE. Normalerweise liegt die GPU-Temperatur im 2D-Betrieb bei nur 37 Grad Celsius. Jetzt entfernen wir den GPU-Kühler von der Platine. Der zweite Betrieb stellt für die Grafikkarte überhaupt kein Problem dar. Um die 61 Grad Celsius misst unsere Wärmebildkamera direkt auf dem Chip. Celsius misst der Sensor mit dem ATI-Tool. Die Temperatur steigt sofort drastisch an, nachdem wir eine 3D-Anwendung ausgeführt haben. Die 100-Grad-Marke wird schon nach wenigen Sekunden überschritten. Bedenklich sind inzwischen 140 Grad Celsius. Das ATI-Tool zeigt kurz vor dem Absturz nur 128 Grad Celsius an. Anschließend kühlt die Grafikkarte schnell wieder ab. Weder der Prozessor noch die Grafikkarte wurden bei unserem Test beschädigt. Windows zeigt beim nächsten Neustart lediglich eine Fehlermeldung an.